Kelly, ja, Kelly ist krass. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch nicht? Oder noch nicht? Ach du meine Güte, was kommt denn hier für Schmuddelkram? Was sind das hier? Kelly's Lab IRL and Things Get Wild. Was, hä? Was ist das denn, Alter? Aber ab. Wo ist denn Kelly? Ach hier, bin es. Let's go. Ja, Kelly kommt mal ganz groß raus, ja, bin ich auch der Meinung. Kelly haben wir jetzt hier schon das ein oder andere Mal abgecheckt. Ist wirklich eine hervorragende Rapperin, die halt auch Bars spittet. Ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch ein realer MC, eine MC-in. Weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht, ja, politisch korrekt, um nicht gecancelt zu werden und nicht in die rechte Ecke wieder gedrückt zu werden von dem einen oder anderen Hobby-Rapper hier auf Twitch. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Also Kelly kann ich mir sehr, sehr gut geben. Sowohl auf dem Asche-Album hatte sie ein sehr, sehr krasses Feature, als auch den ein oder anderen Solo-Track von ihr habe ich in der Vergangenheit auschecken können. Richtig geil. Ab geht's. Let's go. Pull up in einem Porsche Prada Pulli aus Paris. Plaza Page packt den Panzer, mache plus keine Pennies. Einer lenkt den Wagen, einer händelt meine Termine. Du bist immer broke, wie vom Mac ist Eiscreme-Maschine. Neulich in den DMs, mein Ex traf ein. Ja, das geht direkt gut los hier. Das geht direkt los. Da fühle ich mich heimisch. Ja. Kelly zeigt halt auch, dass man auch als junge, gut aussehende Frau Bars bitten kann. Ja. Das ist Hammer, Digga. Das ist Hammer. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das hier zu hören. Da geht die Sonne auf und da hat man auch noch Hoffnung für Deutschrap. Mann, Alter, ja. Das ist einfach feierbar, Digga. Hier direkt nochmal rein, Alter. Jetzt komm. Mache plus keine Pennies. Einer lenkt den Wagen, einer händelt meine Termine. Du bist immer broke, wie vom Mac ist Eiscreme-Maschine. Neulich in den DMs, mein Ex traf ein. Ich lass ihn auf gelesen, weil Ex traf ein. Wagyu Steak. Was? Mein Ex traf ein. Ich lass ihn auf gelesen, weil Ex traf ein. Ich lass ihn auf gelesen, weil Ex traf ein? Das verstehe ich nicht. Erklärt mir diese Line. Bin ich da so blöd für? Ist das irgendeine extra fein? Ach, extra fein. Extra fein, extra fein. Hä? Okay, ich lasse ihn auf gelesen bei extra fein. Oder extra weinen. Weil extra weinen. Ja, ja, bisschen schwieriger Start hier, ja? Meine Termine, du bist immer broke, wie vom Mac ist Eiscreme-Maschine. Neulich in den DMs, mein Ex traf ein. Ich lass ihn auf gelesen, weil Ex traf ein. Weil Ex traf ein. Ex traf ein. Oder weil Ex, ja, DMX ist offiziell von den Toten auferstanden und ist mit Kelly zusammen, ja. Damit hat das was zu tun. Kelly hat ihren Ex auf gelesen gelassen, weil Ex, ja, DMX ist gerade gekommen, hat an der Tür geklingelt, er traf ein sozusagen, er ist gerade angekommen und sie hatte keine Zeit zurückzuschreiben, ja. Genau. Richtig. Jetzt haben wir das, glaube ich, zweifelsohne erklärt hier. Ne? Also Kelly und DMX hier zusammen. Ja, genau. Oder Exhibit. Ja, stimmt. Mit meine Termine. Du bist immer broke, wie vom Mac ist Eiscreme-Maschine. Neulich in den DMs, mein Ex traf ein. Ich lass ihn auf gelesen, weil Ex traf ein. Wagyu Steak kommt mit Fettanteil. Meine Kohle muss ich nicht mal mit meinen Fettanteilen. Trotz all den. Der ist besser, ja. Fettanteil und Fettanteilen. Der gefällt mir besser. Ja, ich mag auf jeden Fall auch ihre Wortspiele. Sie kann das gut, Digga. Ja, sie kann das gut, Digga. Und ich finde, ihr wisst ja, ich bin jemand, der sagt, Female Rap ist in Deutschland noch sehr, sehr weit hinten dran. Es gibt gute Artists, aber da ist natürlich niemand, der auch nur im Entferntesten an Leute wie Bia zum Beispiel rankommt oder natürlich oder an die Queen Nicki Minaj, ja, die ich für die beste US-Rapperin ever halte. Ja, da kommt auch keine Foxy Brown oder Lil Kim oder sowas ran. Nicki ist Queen, da lasse ich auch nicht mit mir reden. Ja, und jeder, der sagt, dass Cardi B krasser ist, hat einfach keinen Geschmack. Ja, aber Kelly macht das sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr schöner, locker, flockig, von der Hand gehender Flow. Anteil. Meine Kohle muss ich nicht mal mit meinen Fettanteilen. Trotz all den Disses, Internetgehäde übers Netz wie Wimbledon, ist meine Amex Black heute limitless. Deals mit 5-0, die folgen wie deinem Instagram. Wer von euch poppin' ist, wer von euch ist real? Benz drop top, ey, du willst haben durch die Street. Fahrer durch die City, besser glaub mal, was du siehst, ey. Warum seht ihr Bitches heute aus wie Minimis? Weil ich bin es, die geht auf die Disses, denn das Ding ist, ich halt Distance auf die Bitches. Schöne Gesangsbridge, um dann wieder in so eine Rap-Hook reinzugehen. Ich finde, das harmoniert sehr, sehr gut. Ey, es ist ein rundes Ding, Alter. Also hier sehe ich sehr, sehr großes Potenzial, meine Freunde, ja. Weil ich finde, sie ist nicht nur gut vermarktbar, sondern hat halt natürlich auch ein gutes Gesamtpaket, ja. Ist ja bei Nicki auch. Also wenn ihr mal eine dieser
Gesangsnummern von Nicki Minaj hört, das ist auch sehr, sehr geil. Ja. Weil ich finde, Digi, lass die Disses, denn das Ding ist, ich halt Distanz auf die Bitches, bigger Figures, ich bin Binne. Fahre durch die Stadt, Bitch, ich gebe keinen, wenn die gucken, weil die wissen, ich bin Binne. Digi, lass die Disses, denn das Ding ist, ich halt Distanz auf die Bitches, bigger Figures, ich bin Binne. Fahre durch die Stadt, Bitch, ich gebe keinen, weil ich Binne. Attitude, Hip-Hop, Lil Wayne, Still Dre. Ihr seid Fake-Ass, Bitches, Kim K, Slim Waist. Ich bin smooth, aber cool wie ein Milkshake. Zu viel Eis auf der Uhr, liegt die Zeit von meinem Display. Bitches stalken Insta, weil ich bin es jetzt. Ah, du bist fake wie dein Image von Pinterest. Heute schlaf ich nur noch Business-Class, weil ich bin ein gottverdammtes Business jetzt. Ja, bin es jetzt und so weiter. Ja, sie macht schon gute Wortspiele hier. Ne? Ich mag das, dass sie auch mit der deutschen Sprache spielt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch zum Beispiel Kolle ganz dufte findet. Ja, so von der Lyrik, von der Ästhetik, von der Art des Songwritings und so weiter. Und das ist krass, Mann. Ja, ist sehr, sehr sympathisch, kommt super cool rüber und hat Talent. Ja, ist wirklich fresh, Alter. Kann man nichts gegen sagen, Digga. Ist sehr, sehr fresh. Gold Chain, so wie Ghostface. Ihr wollt Feature mit mir für ein bisschen Realness, aber sorry, Dicker. No way, mach euch Auge, okay. Alles gut, solange die Felgen spiegeln und sich um den Ghost. Wer von euch Bock bin es, wer von euch ist real? Benz dropped up, ey, du willst haben durch die Street. Fahre durch die City, besser glaub mal, was du siehst, ey. Warum sieht die Bitches heute aus wie Minimis? Weil ich bin es. Lass die Disses, denn das Ding ist, ich halt Distance auf die Bitches, bigger Figures, ich bin Binnis. Ich muss sagen, natürlich bei so basslastigen Instrumentals, ne, ist es als Female Voice manchmal schwer dagegen anzukommen, aber sie schafft das, ja, ist echt dope, Mann. Fahre durch die Stadt, Bitch, ich gebe keinen, wenn die gucken, weil die wissen, ich bin Binne. Digi, lass die Disses, denn das Ding ist, ich halt Distance auf die Bitches, bigger Figures, ich bin Binne. Fahre durch die Stadt, Bitch, ich gebe keinen, weil ich Binne. Ja, da fehlt mal so ein richtiger Diss-Track auch hier, ja, so von den Mädels. Das hat man noch nicht in Deutschrap, oder? Dass sich Mädels untereinander dann auch mal dissen, so Kelly macht einen Diss-Track gegen, was weiß ich, ja, ich will jetzt hier keine Fitner starten oder sowas, ja. Aber das wäre nochmal interessant, aber ich glaube, dann müssen die Mädels halt auch aufpassen, weil dann muss ich wahrscheinlich wieder dann irgendein Frauenrechtler sagt dann so, ey, du verrätst dein eigenes, du verrätst dein eigenes Geschlecht oder sowas, das kann doch nicht sein. Frauenpower etc. pp. Ihr müsst alle zusammenhalten oder sowas, ne? So, Kelly Business. Oder Kelly Business. 9 bis 10, 62%. Willkommen in der Rap wieder echt Playlist. Und das auch nicht zum ersten Mal. Zu Recht hier an der Stelle. Ja. Batman's J Distrack gegen Farid Bang. Hörst du mir nicht zu? Ich hatte gesagt, die Frauen untereinander. Ja. Musst du jetzt hier den Farid missgendern? Das, sowas erlaube ich hier nicht in diesem politisch korrekten Stream hier. Dankeschön. Ja, starkes Ding. Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Kelly müsst ihr weiterhin im Auge behalten. Natürlich auch im Aufbaustadium noch der YouTube-Kanal. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal ein bisschen Love da lassen. Ja, ein bisschen pushen hier. Link ist im Chat. Lasst mal kurz die nächsten 5 bis 10 Sekunden dort rein und lasst mal ein Like da. Lasst mal einen Kommentar da und lasst ein Abo da für mehr. Ja, das wird noch interessant bei ihr.